Oh ja, Hallöchen, vermutlich. wir zocken Mache heute ich wieder manchmal. Mass Effect Andromeda. Und ja, wir befinden uns hier wieder auf unserem Raumschiff. Und es war jetzt irgendwie so, dass der Drack, so heißt er doch, uns gerufen hat, dass wir ihn irgendwie sprechen sollen. Was haben wir hier? Momentan nichts verfügbar. Okay. So, mit wem sollten wir reden? Eigentlich sollten wir mit ihm reden. Aha, da unten haben wir schön. Ich bin in der Waffenkammer. Okay, wie können wir das? Kann man das irgendwie aufpäppeln? Keine Ahnung. Hier schläft der Großteil der Crew. Gemütlich, was? Aber in Ihrem Zimmer ist die Aussicht besser. Wo ist denn mein Zimmer? Das ist das Quartier des Pathfinders. Ihr Quartier. Sams Router ist auch da unten. Okay, E-Mail-Terminal benutzen. Okay, alles schön gelesen, Sam. Hallo Ryder. EOS war eine Lektion zum Thema Kontrast. An Alec Ryder wurde fast nie gezweifelt. Seine Errungenschaften wurden für selbstverständlich gehalten, aber sie waren trotz Zweifel und Angst auf EOS erfolgreich. Emotional ist der Unterschied ungefähr damit vergleichbar, ob man einen Ball fängt oder einen Stern. Okay. Sie sind daran gewachsen. Und ich auch. Dir wird bei unserer Zusammenarbeit auffallen, dass ich gerne hin und wieder einen Scherz mache. Zur Auflockerung. Wie sieht's mit deinem Sinn für Humor aus, Sam? Alec Ryder hat mich ermutigt, diese Fähigkeit zu entwickeln. Humor ist keine Okay. Fähigkeit, sondern... Okay, erzähl mir einen Witz. Will ein Neutron in eine Disco, sagt der Türsteher, heute nur für geladene Gäste. Ich kann verstehen, warum Dad dir gesagt hat, dass du Ja. an deinem Humor noch arbeiten sollst. Der krasseste Witz war das jetzt nicht. Ach komm. Danke, Sam. Das genügt. Ja, reicht für heute. Kann ich hier noch irgendwas scannen? Gefunden, Medizin für Dinge. Ja, das müssen wir auch noch machen. Planetenholo, okay. Okay, mehr gibt's dazu nicht. So, Garderobe, lange Ärmel, kurze, dann mit Jacke. Boah, nee, das sieht alles so kacke aus. Eigene Töne. Ach. Oh, das sieht sehr, sehr cool aus. Das finde ich cool. Doch noch mal kurz bitte modifizieren. Ach so, das können wir so lassen, gerne. Okay, dann wäre es das schon. Ah, da ist er. Mach dem Pathfinder nicht zu viel Ärger. Ach, Rushan. Mit wem haben Sie geredet? Cash, Nexus-Stationsleiterin. Sie glaubt, sie kann mich rumkommandieren, nur weil sie meine Enkelin ist. Kein Ärger klingt gut. Wie wär's, wenn wir uns daran halten?
Cash sagte, nicht zu viel Ärger, Kleiner, nicht kein Ärger. Die Cats sorgen schon dafür, dass es immer irgendwo Ärger gibt. Das ist nicht gerade beruhigend. Das Leben hier draußen ist beunruhigend, aber daran gewöhnen Sie sich schon noch. Ist das alles, was Sie mitgebracht haben? Wenn die Vorräte knapp sind und man auf sich allein gestellt ist, lernt man, mit wenig auszukommen, ja. Die Vorräte sind überall knapp. Das gilt auch für die Nexus. Sie denken, das sei dasselbe wie im Exil zu sein? Das Leben außerhalb der Nexus ist nicht gerade einfach. Warum haben Sie sie dann verlassen? Weil es unmöglich war, weiter dort zu bleiben. Nach der Meuterei hatten wir die Wahl, vor Tan zu kuschen oder unsere eigene Kolonie zu gründen. Die Entscheidung war einfach, trotz der Konsequenzen. Nicht alle Kroganer haben die Nexus verlassen. Ihre Enkelin ist geblieben. Ja, zum Glück. Ohne meine Rushan gäbe es vermutlich gar keine Station mehr, an der sie mit ihrem Schiff anlegen könnten. Und was mich angeht, ich bin hier draußen deutlich besser aufgehoben. Hier gibt's wenigstens immer was, worauf ich schießen kann. Mit den Kroganern wäre auf der Nexus vieles anders gelaufen. Wenn wir unter diesen Umständen geblieben wären, hätte das nur zu einer weiteren Meuterei geführt. Hier draußen haben wir viel bessere Chancen, etwas Ordentliches hinzukriegen. Dagegen lässt sich nichts sagen. Okay, ja, okay, wenn das jetzt alles war, dann können wir ja jetzt auch wieder gehen. Und dann schauen wir mal, dass wir jetzt hier mal alles klar machen. Weil wir wollten ja jetzt hier irgendwie die Medizinsvorräte da holen. So, gibt's jetzt hier überhaupt noch was? Nö, es gibt hier da nichts zu machen. So, deswegen gehen wir dann zur Brücke und schauen dann mal, dass wir da wegkommen. Okay. Also, dann gehen wir mal hier raus. Hier gehen wir auch raus. So, und wo war jetzt genau? Erstschloss, Nexus, eine hoffnungsvolle Spur. Wie heißt denn unsere Mission? Eine Razzia bei den Exilanten. Haben Außenposten der Initiative bestimmte abgefangen. Sie wurden gebeten, die Gesetzlosen zu suchen und sie zurückzuholen. Ja. Da haben wir 100%, haben wir auch 100%. Dann gehen wir mal hier ins nächste und schauen uns das mal an. Weil ich fände es schon cool, wenn wir alles durchscannen würden. Sind die Forscher der Nexus gekommen, bevor... Naja. Dann wollen wir doch mal sehen, was uns hier erwartet. Ja, schauen wir mal. Anomalie geortet. Schicke Sonde aus. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Das ist sehr schön. So, schön Aluminium nochmal geholt. Okay, schon gescannt, alles klar. Wir schauen uns schön alles an.
So, zack. H460. Nee, 61. Okay, hier gibt's auch nichts. War's das dann schon? Ne, wir haben da hier noch was. Schwarzes Loch. Oh, okay. Ob das jetzt so gut ist, da hinzufliegen, ich weiß ja nicht. Okay, 100% haben wir hier gemacht. So, 100%. Dann hier Erstschlag und Nexus. Dann mache ich hier das jetzt mal im Logbuch an. Ach so, nee. Was gibt's da noch für eine Mission? Nexus. Ach so. Warte mal, fliegen wir mal kurz dahin. Weil dann schauen wir uns auch noch das restliche System an, weil das haben wir auch noch nicht gemacht. Weil ich weiß auch nicht, wegen diesem Medizinsding, ob das jetzt tatsächlich... Es könnte halt noch in diesem System da sein. Erstschlag Nexus. Schauen wir uns erstmal die anderen Planeten an. Okay. Schicke Sonde aus. Orte die Überreste eines Schiffes. Okay, Wrackteile. Perfekt, dann haben wir das. So, auch gescannt. Ich empfange etwas. Sonde gestartet. Ich habe etwas gefunden. Ein Vulkan, okay. Sonst nichts. Sieht nicht so aus. So, das haben wir. Dann haben wir noch das da. Okay, damit haben wir 100%. Gehen wir mal hier raus. So, was haben wir hier? Hoffnungsvolle Spur. So, wird aktiviert. Und dann fliegen wir mal dorthin. Kollisionskurs mit unbekannten Objekten. Weichen Sie aus. Sam, kannst du Kollision uns steht bevor. Voller Halt. Jetzt. Alter. Was ist das denn? Kettschiffe. Ein Dutzend. Nein, mehr.
Sie drücken uns gegen die Geißel. Sie scannen uns, Pathfinder. Dann scan zurück! Wo ist der, der die Relikte aktiviert hat? Seine DNA-Signatur ist dort. Antworte! Ich bin Ryder, Captain dieses Schiffs und Pathfinder der Initiative. Ihr kommt mit mir. Die Steuerung ist blockiert. Sie fliegen uns in ihr Schiff. Worum geht es hier eigentlich? Ich erkläre nicht, was du nicht begreifen kannst. Ryder, in wenigen Sekunden habe ich wieder die Kontrolle über das Schiff. Sie können doch kein Schiff kapern, weil Ihnen gerade danach ist. Für wen halten Sie sich eigentlich? Genug. Dein Widerstand ist naiv und sinnlos. Heute beginnt dein Weg zu wahrer Größe. Oh, das gibt Sam. Ärger. Ich habe einen Kurs durch die Geißel verrechnet. Los! Bericht! Gegner zerstört. Schäden an den Hecksensoren. Durch die Geißel? Ja. Bring uns hier raus. Ja, es wird eng. Kello! Ja! Gut gemacht. Na, er hat Spaß, wer ne? Zum Teufel war dieser Typ? Ryder, wir haben hier unten Probleme. Wir brauchen dringend einen Hafen. Toll. Wo sind wir überhaupt gelandet? Sensoren sind beschädigt, aber ich glaube bei den Gewölbekoordinaten. Sie glauben? Gil, tun Sie Ihr Bestes. Wir gehen runter. Wir werden gerufen. Wir müssen landen. Kanal öffnen. Tov Jagalesto. Tov Jagalesto. Wir sind Besucher aus einer anderen Galaxie. Wir kommen in Frieden. Pav Nalisetto. Wir haben einen Navpunkt. Dann mal los. Ja. Ha, wow, das ist wunderschön. Wir müssen in dieses Gewölbe. Bitte, Sie wollen doch nicht wirklich alleine da rausgehen. Doch, dieses Mal muss es besser laufen. Ich bin der Pathfinder. Der Erstkontakt ist mein Job. Und unfassbar wichtig, aber hey, kein Druck. Genau das war unser Ziel. Neue Welten. Neue Aliens. Wünschen Sie mir Glück. Tasko, Jabba Jane, wart! Gitasko, halt an Ihr Herr. Danke. Ehem Dalgos. Nathan Rohr. Ich bin Paran Shai, Gouverneurin von Aya. Wir sind die Angara. Hallo,
Ich bin ein Pathfinder der Initiative. Ja, Sie haben den Orkusnebel durchquert. Ich hörte davon. Joel. Ich habe alles im Griff. Ephra sah das Schiff eintreffen und wollte, dass ich mir ein Bild mache. Er ist ein Mensch aus einer anderen Galaxie. Ein Pathfinder. Arya ist verborgen. Geschützt. Was wollen Sie? Wir wussten ehrlich nicht, was wir hier finden würden. Aber ich teile unser Wissen, wenn Sie es auch tun. Ehrlich? Das wäre ein guter Anfang. Ich informiere Ephra. Er erwartet Sie in seinem Büro im Hauptquartier des Widerstandes. Wir sehen uns dort. Ich werde Sie durch unsere Stadt begleiten. Ihre Crew bleibt an Bord. Folgen Sie mir. Bleiben Sie immer in meiner Nähe. Versuchen Sie nicht, die Stadt eigenmächtig zu erkunden oder sich mit jemandem zu unterhalten. Falls es nötig sein sollte, werden Ephras Wachen auch vor Gewaltanwendung nicht zurückschrecken. Verstanden. Darf ich Ihnen denn wenigstens ein paar Fragen stellen? Ja, ich denke, das geht in Ordnung. Okay. Wenn Sie hier die Gouverneurin sind, wieso muss ich mich dann mit diesem Ephra treffen? Er ist der Anführer des Widerstands. Und was macht dieser Widerstand? Er kämpft gegen die Kett und beschützt uns. Was ist los? Wir haben Besuch von einem Engel. Die Angara weisen ein ungewöhnlich hohes Maß an elektrostatischer Energie auf. Das ist doch Wahnsinn. Es gehört in eine Eindämmungszelle. Gouverneurin Schall weiß. Stecken Sie das weg. Oh, das ist nur ein Scanner. Stecken Sie das weg, sofort. Ja, bin ich wirklich so furchteinflößend? Sie sind ein Fremder, der in unser Zuhause eingedrungen ist. Wir wissen nicht das Geringste über Sie. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Dann gehen Sie weiter. Wie hat es uns gefunden? Nicht es, er. Und hör auf, ihn so anzustarren. Kein einziges Exemplar der hiesigen Flora ist in meiner Datenbank verzeichnet. Wir haben ein uns unbekanntes Ökosystem entdeckt. Ihre Stadt ist wirklich wunderschön. Danke. Sie sind der erste Fremde, der Sie zu Gesicht bekommt. Ich fühle mich geehrt. Was passiert, wenn Ephra mich nicht mag? Das wird er nicht. Dennoch müssen Sie sein Vertrauen gewinnen. Er ist dafür verantwortlich, Sie alle zu beschützen. Ich weiß, wie das ist. Sie sind ein Anführer. Naja, sagen wir, ich bemühe mich, einer zu sein. Das ist das Haupt... Ja, sie schikanieren dich, Moran. Aber wenn du dich provozieren lässt und rausgeworfen wirst, ist das deine Schuld. Also ich soll schwach sein? Nein, es heißt, du sollst stark sein. Vertrau auf deinen Verstand und dein Herz. Okay? Hey. Sie ist einfach die Beste im ganzen Widerstand. Ich weiß. Die Erfahrung mit den Cat heißt für uns Misstrauen gegenüber allen Aliens. Wir sind nicht wie Sie. Ich glaube sogar, wir könnten einander helfen. Den Fehler haben wir bei den Cat gemacht. Als der Archon nach Helios kam, zerstörte er unseren souveränen Staat. Er nahm sich, was er wollte, als wären wir gar nichts. Jetzt verschleppen die Cat gnadenlos Angara. Oft sehen wir unsere Leute nie wieder. Kommen Sie. Ephra wartet. Die Cat entführen Sie? Stehlen ihre Leute? Und der Widerstand bekämpft sie jeden Tag. Mit allem, was wir haben. Ist das Zermürbung? Was wollen Sie? Sparen Sie sich Ihre Fragen für Ephra.
Verdammt! Ich gebe Volt nicht auf! Ephra, das ist eines der Aliens aus der Milchstraße. Ein Pathfinder. Pathfinder. Nach Aya zu kommen, ist ein gewagter Schritt. Meine Leute hatten den Mut, aus der Milchstraße nach Andromeda zu reisen. Ich würde alles wagen, um sie zu retten. Pathfinder, egal wie sie uns gefunden haben, warum sind sie hier? Ich habe auf einem unwirtlichen Planeten, den wir Eos nennen, ein uraltes Gewölbe entdeckt und es reaktiviert. Es hat die Umwelt des Planeten stabilisiert. Relikte. Unsere Informationen bestätigen das. Ich vermute, auf Aya gibt es ein Gewölbe, das anders ist. Ich muss dort hinein. Ja, es gibt da draußen ein Gewölbe. Aber der Eingang wurde vor Jahren verschlossen und versteckt. Tut mir echt leid. Die Moschei ist unsere angesehenste Forscherin. Sie kennt das Gewölbe. Aber jetzt haben sie die Kette. Und wir konnten sie nicht retten. Wir haben sie verloren. Es muss anders gehen. Wie kann ich sie überzeugen? Kann ich helfen? Wie arrogant. Ich traue ihnen nicht. Warum sollte ich ihre Hilfe wollen? Natürlich. Ephra, ich glaube, was dieses Alien sagt, ist außergewöhnlich. Die Moschei würde von uns wollen, dass wir diese Chance nutzen. Jor, du redest zu viel. Lass mich das Alien für dich beurteilen. Ich werde deine Augen sein. Geh, wenn du willst. Aber wenn er dich töten will, dann schlag zuerst zu. Ich bin Jor Amadarav. Und werde sie durch das Gebiet der Angara begleiten. Danke für Ihr Vertrauen. Ich traue Ihnen nicht. Ich kann Sie im Schlaf töten. Gut zu wissen. Okay, zur Tempest zurückkehren. Erste Schritte. Na gut, okay Leute, ich würde sagen, das wär's dann erstmal für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat. Ich habe meine Analyse von Aya fertiggestellt. Soll ich sie an den Nexus übermitteln? Auf jeden Fall. Okay, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns ansonsten beim nächsten Mal und bis dahin, haut rein. Tschüss.